Was ist der Sinn unserer Existenz? Wozu sind wir hier? Haben wir eine Aufgabe, ein übergeordnetes Ziel? Was verleiht unserem Leben einen Sinn? Diese Frage und unsere persönliche Antwort darauf prägt und beeinflusst unser Leben wie keine andere. In diesem Video schauen wir uns 7 der interessantesten Theorien dazu an. Inspiriert zu diesem Thema hat mich dieses Buch Orientierung von Daniel Benesch. Benesch hat die Sinnfrage sehr tiefgehend reflektiert und daraus dieses Werk geschaffen. Können wir aus den uns bekannten Tatsachen einen allgemeinen Sinn des Lebens ableiten? Und falls nicht, wie lebt man dann ein gutes Leben? Am Ende des Videos erzähle ich dir noch etwas mehr über das Buch, verlinkt ist es natürlich unten in der Beschreibung. Widmen wir uns nun also einigen Theorien, die teilweise auch in diesem Buch thematisiert werden. Erstens, Religion. Der Glaube an etwas Göttliches prägte das Denken der Menschen über viele Jahrtausende, bis in die heutige Zeit. Denn auch noch heute sind über 60% der Menschheit gläubig. Ein noch größerer Anteil glaubt zumindest in irgendeiner Weise an etwas Übernatürliches. Diese Perspektive sollten wir also nicht außer Acht lassen. Der Großteil der Menschheit glaubt auf die eine oder andere Weise daran, dass nach dem Tod so etwas wie das Jenseits auf uns wartet. Darin liegt demnach der Sinn des Lebens, die Hoffnung auf ein ewiges Leben nach dem Tod. Und um ein gutes Leben nach dem Tod zu haben, ist es wichtig, Gott zu dienen und seine Gebote zu befolgen. In monotheistischen Religionen nur einem Gott, wie beim Christentum und dem Islam, aber in ähnlicher Weise auch in polytheistischen Religionen, wie im alten Ägypten. Die Tugenden und Gebote, die dabei verlangt werden, sind in allen Religionen recht ähnlich. Tugendhaftigkeit, Gerechtigkeit, Frömmigkeit, manchmal auch die Ehre oder die Harmonie mit der Natur. Fast alle Religionen haben jedenfalls eins gemeinsam. Dieses Leben hier auf Erden ist nur eine Art Test, ein Sich-Beweisen, eine Vorbereitung auf das Leben im Jenseits. Etwas anders ist das beispielsweise im Buddhismus, das sollten wir deshalb auch kurz erwähnen. Hier gibt es die Reinkarnation, also die Wiedergeburt. Der Kreislauf von Leben, Tod und Wiedergeburt wird Samsara genannt. Und das Ziel ist es, die Erleuchtung zu erlangen, um so diesem Kreislauf zu entkommen. Und zwar deshalb, weil Leben immer mit Leiden verbunden ist. Der Sinn des Lebens ist in diesem Fall also, die Erleuchtung zu erlangen. In vielen Ländern wie Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und im Vereinigten Königreich ist die Zahl der religiösen Menschen spätestens seit den 1970er Jahren rückläufig. Das Denken der Menschen wird zunehmend durch eine wissenschaftliche Weltsicht geprägt, in der Gott keinen Platz mehr hat. Zweitens, Evolution. Survival of the fittest. Wer am besten angepasst ist und sich vermehrt, gibt seine Gene weiter. Gene, die weitergegeben werden, überdauern. Aus evolutionärer Perspektive ist der Sinn des Lebens also ganz einfach die Fortpflanzung. Aber das einzige Augenmerk, nur auf einen möglichst großen Fortpflanzungserfolg zu legen, kommt für keinen Menschen ernsthaft in Frage. Wir können unseren subjektiven Blickwinkel nicht ausblenden, der eben mehr enthält als bloß das Bedürfnis nach Fortpflanzung. Drittens, Hedonismus. Im Hedonismus werden Genuss und Lust als höchstes Ziel angesehen. Das Glück mehren, das Leid mindern. Hedonisten glauben, dass wir unser Leben so glücklich und genussvoll wie möglich gestalten sollten. Es gibt allerdings verschiedene Formen des Hedonismus. Es können kurzfristige Vergnügungen in den Vordergrund gestellt werden oder auch das langfristige Wohlbefinden. Es können auch moralische Grundsätze dazukommen, die das Ausleben der Lustbefriedigung begrenzen. In der Variante nach Epikur geht es beispielsweise darum, frei von übermäßigen Wünschen und materiellem Überfluss zu werden, denn genau das führt zu mehr Zufriedenheit. Der Lustbegriff ist bei Epikur also sehr entscheidend, da geht es eben nicht nur um kurzfristige Dopaminkicks, sondern um innere Ausgeglichenheit. Im alltagssprachlichen Gebrauch wird mit dem Begriff Hedonismus häufig eine egoistische Lebenseinstellung bezeichnet, bei der man sich nur an momentan sinnlichen Genüssen orientiert. Ein Lebensstil, der in der modernen Konsumgesellschaft stark propagiert wird. Viertens, Humanismus. Der Humanismus betont den Wert und die Würde des Einzelnen. Jeder Mensch sollte die Chance bekommen, sich bestmöglich zu entwickeln. Es gibt jedoch verschiedene Arten von Humanismus, die sich in einigen Punkten stark unterscheiden können. Erich Fromm kritisierte beispielsweise, dass der moderne Mensch nur noch damit beschäftigt ist, zu arbeiten, um konsumieren zu können. Er stellte in seinem Humanismus Liebe, Freude und persönliches Wachstum in den Mittelpunkt. Er sagte:
Bei diesem Bezugsrahmen besteht der Sinn des Lebens in der völligen Entwicklung der menschlichen Eigenkräfte, insbesondere in der von Vernunft und Liebe, im Transzendieren der Enge des eigenen Ichs und in der Entwicklung der Fähigkeit, sich hingeben zu können, in der vollen Bejahung des Lebens und von allem Lebendigen, im Unterschied zur Anbetung von allem Mechanischen und Toten. 5. Stoizismus. Stoiker glauben, dass man innere Ruhe erreicht, indem man akzeptiert, was man nicht kontrollieren kann und sich auf das eigene, tugendhafte Handeln konzentriert. Entscheidende Tugenden sind Weisheit, Mut, Gerechtigkeit und Selbstdisziplin. Äußere Umstände wie Reichtum, Gesundheit oder Ruhm können zwar angenehm sein, aber sie sind nicht entscheidend für das wahre Glück. Die äußeren Umstände ändern sich ständig. Ein großer Wert liegt deshalb auch darin, seine Emotionen zu zügeln und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das bedeutet nicht, die Emotionen zu ignorieren, zu verdrängen oder wegzuschieben, sondern sie durch Vernunft zu transformieren. Das wahre Glück liegt darin, die eigene innere Einstellung zu kontrollieren und so innere Freiheit zu erlangen. 6. Existenzphilosophie. In der Existenzphilosophie steht die Existenz des Menschen im Mittelpunkt. Der Mensch mit seinen inneren Zuständen, der sich als verantwortliches und freies Wesen erlebt. Es geht also nicht um die Unterordnung unter etwas Größeres wie Gott und auch nicht die Wissenschaft. Stattdessen rücken die alltäglichen menschlichen Zustände in den Fokus. Angst, Sorge, Liebe, Freiheit, Sexualität. Ausgangspunkt für Existenzphilosophen wie Sartre oder Nietzsche ist der Nihilismus, also die Überzeugung, dass es keinen absoluten Sinn des Lebens gibt. Laut Jean-Paul Sartre, dem berühmtesten Vertreter des französischen Existenzialismus, ist der Mensch zur Freiheit verurteilt. Die Freiheit zwingt ihn dazu, sich selbst zu definieren und seinem Leben einen eigenen Sinn zu geben. Das bedeutet nicht, dass sich ein Mensch aktiv selbst eine Bestimmung aussuchen muss, vielmehr hat der Mensch gar keine andere Wahl, als sich selbst zu definieren. Das macht er automatisch durch seine Entscheidungen. Wenn der Mensch dies konsequent tut, sich also seiner Situation als freies Wesen stellt, dann lebt er ein, wie Sartre es nennt, authentisches Leben. 7. Optimistischer Nihilismus. Das ist ein Begriff, der vom Team von Kurz gesagt erfunden wurde. Nihilismus drückt ja erst einmal aus, dass das Leben keinen inhärenten Sinn hat. Optimistisch sollte man dies nun sehen, weil es das höchste Maß an Freiheit ermöglicht. Diese Philosophie enthält Anteile vom Existenzialismus, vom Hedonismus und auch vom Humanismus. Warum taucht es dann trotzdem noch in der Liste auf? Weil Kurz gesagt dann noch eine Sache besonders toll finden. Zum einen das Leben anderer Menschen besser machen und noch besser den Weltraum erforschen oder, wie sie es sagen, ein galaktisches Imperium aufbauen. Der Sinn des Lebens des einzelnen Menschen ist in erster Linie, glücklich zu sein. Auf Ebene der Menschheit ist der Sinn jedoch wissenschaftlicher Fortschritt und eine Ausbreitung des Menschen im Universum. Der optimistische Nihilismus ist natürlich keine zu Ende gedachte Philosophie. Es wird also beispielsweise nicht weiter begründet, warum der Mensch ein galaktisches Imperium aufbauen sollte und welche Mittel dazu in Ordnung sind. Denn wenn der Mensch auf anderen Planeten überleben soll, kommt er zum Beispiel nicht drum herum, sich genetisch zu verändern oder durch Technologie an die Lebensumstände anzupassen. Das würde dann wahrscheinlich in eine transhumanistische Richtung gehen. 42. Im Roman Per Anhalter durch die Galaxis wird ein Supercomputer namens Deep Thought geschaffen. Er ist so leistungsfähig, dass er zum Zeitvertreib über die Vektoren sämtlicher Teilchen des Urknalls meditiert. Er soll die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest beantworten. Seine Antwort nach 7,5 Millionen Jahren Rechenzeit lautet 42. Dass diese Antwort unbefriedigend ist, erklärt er damit, dass die Frage nicht richtig gestellt wurde. Um die Frage zu ermitteln, schlägt Deep Thought vor, einen noch größeren Computer zu konstruieren. So komplex, dass das organische Leben einen Teil seiner Arbeitsmatrix bildet. Dieser Computer ist der Planet Erde. Gerade dieser Aspekt, die Frage erst einmal richtig zu stellen, wird in diesem Buch von Daniel Benesch wunderbar hervorgehoben. Hat man keine Klarheit darüber, wonach man überhaupt fragt, so ist das Finden einer hinreichend zufriedenstellenden Antwort ein schwieriges Unterfangen. Wenn du dich also noch tiefgehender mit der Frage nach dem Sinn des Lebens beschäftigen willst, kann ich dir das Buch sehr ans Herz legen. Benesch bezieht sich dabei gar nicht so sehr auf die bisherige Philosophiegeschichte, es werden nicht bloß einfach bestehende Theorien unter die Lupe genommen, vielmehr analysiert er die Sinnfrage ganz tiefgreifend von der Wurzel aus.
Anschließend lädt Benesch mit kreativen Fragen zur Reflexion ein, um ganz genau zu erkennen, was dir persönlich in deinem Leben wichtig ist. Deine Antwort auf die gestellte Frage dient dir als Kompass, der dir zeigt, was dich so richtig begeistert und wo es dich hinzieht. Und im letzten Kapitel werden dann 55 Kerngedanken präsentiert, um das Leben nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten und ein glückliches Leben zu leben. Eine Übersicht, die aus meiner Sicht wirklich alles Wesentliche enthält, mit schönen Metaphern, spannenden Anekdoten und inspirierenden Zitaten. Große Leseempfehlung, Link dazu unten in der Beschreibung. Dabei wünsche ich dir viel Freude und spannende Erkenntnisse.